Hier haben wir doch was. Xaver Seelensammler. L'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Schaden, wir bleiben ewige Sklaven, die im Geld gerne baden. Ich lenke den Wagen mit Dämonen und Satan. Ein Penny für Samen, danach tu ich die Lady vergraben oder verladen. Oder ich bezahl dafür, wie abends für Noten, Gras und Bier. Suche nach Vampiren mit Blut. Ja, also sind schon coole Reime auf jeden Fall, ne? Mit den elenden Sklaven, die elenden vergasen, ne? Immer so in dieser Reimstruktur. Und das kam schon nice. Ja, aber ich finde jetzt halt ein bisschen zu wenig Druck in der Stimme. Ne? Das klingt noch ein bisschen gelangweilt so, vom wie es halt jetzt gerade gerappt ist. Der Beat ist natürlich, ja, der ist halt sehr chillig, ne? Sehr chilliger Beat. Von der Aufnahmequalität ist jetzt nicht so schlecht, aber vielleicht macht es auch deswegen auch so ein bisschen wenig Druck in der Stimme. Vielleicht von der Mische her. Ja, von der Stimme her, ne, klingt das halt noch ein bisschen monoton. Jetzt auch gerade die eine Line mit dem, was war das nochmal hier? Wie abends für Nutten, Gras und Bier. Hier, wie abends für Nutten, Gras und Bier. Ja, die Betonung halt, ne? Fand ich jetzt auch nicht so gut da jetzt. Suche nach Vampiren mit Blut in Vasen, Friede und komme wieder mit der Gruppe nachts zu dir. Schließe die Augen doch, bitte. Komm dann mit der Gruppe nachts zu dir, ja. Vampir, glaube ich, war das, was mit. Komme nachts zu dir. Ja, und ich fand jetzt halt so von den Reimen her ist eigentlich ganz nice, aber hier, das ist halt, ja, von der Betonung her und wie er halt jetzt die Endung setzt, ne? Ist nachts zu dir. So ein bisschen verzögert auch. Das kommt mir halt so ein bisschen halt noch nicht ganz ausgebaut, ne? Kommt mir das so rüber. Da hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen können. Und ja. Bleibe wach, deine Flügel gebrochen. Du bist für dieses Kleid gemacht, mein schöner Engel. Noch ein Weilchen wird's wild und die Krallen halten dich hoch. Du spürst die kleinste Bewegung, Süße, du weinst. Sei lieber glücklich im Kreis, denn du bist, wenn jeder wütend dich beißt, zwischen Blüten und Wein. Du bist, ja, wütend im Kreis. Ja, das ging eigentlich schon. Ne? Wie gesagt, von den Reimen her ist es nice. Aber halt so von der Betonung, die Endungen. Jetzt betont er ein bisschen mehr als wir am Anfang. Ja, und das Thema ist halt, ist mir auch noch nicht ganz klar. Seelensammler, okay. Ja. In unsere schwebende Traube, schau mich an, denn nur ich bin deine dunkle Seele nach Hause, deine Liebe. Schwebende Traube, sieh mich an, denn ich bin dein dunkler Weg hier nach Hause, glaube ich, war das, ne, oder was? Warte mal. Seele nach Hause, deine dunkle Seele nach Hause, ja. Das fand ich auch ziemlich nice auf jeden Fall. Wie gesagt, die Reime sind echt gut. Nur die Umsetzung halt, ne, wie es halt gerappt ist, ist halt noch nicht ganz, ist noch nicht ganz so, wie es sein sollte, glaube ich. Deine Liebe ist die Sucht zu deinen Ländern. Du betest im vereisten Fluss über dem Winter. Und dein selbstgemalter Wunsch auf deinen Bildern verläuft in Tränen, so wie die Tusche auf deinen Wimpern. Deine Liebe ist die Sucht zu deinen. Das ist, glaube ich, jetzt die Hoch, die Hoch. Das ist jetzt, glaube ich, die Hook. Hier mit den Wucht in deinen Wimpern, Sucht, die Sucht, die dich dann lindert. Ich glaube, irgendwie so die ganze Zeit. Ja, da ist jetzt auch keine richtige Hook-Melodie drin, wie ich finde, jetzt in dem Song. Ja, und das hört sich immer noch an wie ein Part. Also das hebt sich jetzt nicht so hervor. So, es hebt sich nicht so hervor, als wäre es jetzt ein Hook.
Lindern. Du bietest im vereisten Fluss über dem Winter und dein selbstgemalter Wunsch auf deinen Bildern verläuft in Tränen, so wie die Tusche auf deinen Wimpern. Laufe und trage deine Gefühle in mir, sie wühlen in mir, wie... Ja, es ist halt, glaube ich, auch wie in dem Beat, weil der Beat halt auch nicht so eine extra, so eine Hookline im Hintergrund noch hat. Deswegen, der Beat hört sich ja die ganze Zeit gleich an und da hat er jetzt einfach mal eine Hook gemacht, aber die hebt sich nicht so krass hervor, finde ich jetzt. Aber die Hook ist so vom Reimeschema auf jeden Fall ziemlich nice. Flüge im Hirn, zwischen Lüge und Liebe, wie durch trübes Geschirr, sehe ich die gläserne Wahrheit und die natürliche Gier. Nach Schnee und Nadel, nach Sage der Lede, verschlafen, bete den Armen, hingst du fest. Gut, da war der ein bisschen Offbeat auf jeden Fall, da war es noch nicht ganz so on top. Ist halt schade, ne, für das ganze Soundbild an sich. Wenn da halt so eine kleine Passage kommt, die dann halt ein bisschen Offbeat ist. Und die natürliche Gier nach Schnee und Nadeln, hast du der Lede verschlafen. Nach Schnee und Nadeln hast du denn, da hat er sich ein bisschen verhaspelt und dann halt ein bisschen ist dann das Offbeat-mäßige leider abgeglitten. Ja. Beter den Armen hingst du fest im ewigen Garten zwischen Tränen und Lachen, da wo Fehler verblassen, so sollte der Teufel endgültig ein Elend vernaschen. Doch keine Angst, du bist nicht alleine bei dieser letzten Tat, denn ich wärme noch dein Herz in meiner rechten Hand, was nicht mal dein letzter Tat, das wirst Rücken mit Sex bezahlt und dann dein Hals. Ja, da hast du die Wörter auch ein bisschen verschluckt, ne? Da war da jetzt gerade hier diese eine Zeile. Warte, hier. Das wirst Rücken mit Sex. Da hast du auch das Wort wieder ein bisschen verschluckt. Ist halt schade, ne? Ist ein guter Text, so, ne? Ist auch ein cooler Gedankengang, so. Sind auch coole Metaphern drin. Also, textlich ist es auf jeden Fall nice. Nur, halt, wie es halt rübergebracht wird, ne? Da sind halt ein paar Stellen, wo es halt ein bisschen vernuschelt ist, ein bisschen halt unsicher und dann halt auch die Flow-Variationen manchmal ein bisschen verkackt, ne? Weil die dann. Manche Wörter dann noch verschluckt werden. Ja, die Hook ist halt nicht so hervorgehoben. Ne? Das ist halt, ja, schade. Es hört sich irgendwie noch nach einem unfertigen Produkt an irgendwie. Also es hört sich wirklich jetzt nicht an, als wäre das ganze Ding jetzt komplett ready. So. Das hört sich an wie so, als wäre es ein Preview oder halt so eine Demo halt oder so. Ne? Jetzt will ich jetzt gerade eine Demo hören. Bezahlt unter deinen Hals. Den nächsten Gürtel festgeschnallt, so ist das Leben halt und manches braucht Überwindung. Dafür wurde ich verdonnert für meine verkaufte Bestimmung. Und als Dank bekomme ich Küsse von innen, denn der Engel in dir musste zurück in den Himmel. Ja, aber dieses Lachen ist auf jeden Fall sehr verstörend, das kommt ziemlich nice, muss man schon sagen. Wie gesagt, das Positive ist halt... Ne, wie ich finde, halt die Reime. Der Flow ist halt ein bisschen, ja, der hat Höhen und Tiefen, sag ich mal. Ne? Ist halt nicht alles on point. Das ist halt das Ding. Ist halt schade, dass es nicht alles so on point ist. Es hört sich nicht komplett ausproduziert an. Es hört sich eher wie eine Demo an, würde ich sagen. So als hättest du gerade einfach die Aufnahme so fertig gehabt und dann einfach, ja, komm, das nehmen wir dann. Das ist halt schade, ne? Da hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit investieren können, nochmal gucken können, die Sachen, die halt, wo man ein bisschen schwächelt, zum Beispiel bei den Flow-Variationen, da wo es auf einmal ein bisschen schneller wird und dann aber die Wörter verschluckt werden oder vielleicht halt ein bisschen unverständlich dadurch werden und so, ein bisschen Offbeat auf einmal. Das hätte man alles auf jeden Fall korrigieren können, hätte man da vielleicht noch ein paar Mal nochmal aufgenommen, das Ding, und dann erst... Ne, wo man dann die ganzen Fehler bereinigt hätte, erst so hochgeladen. Ne, so hört sich das an wie eine Demo eigentlich so. Deine Liebe ist die Sucht zu deinem Lindern. Du betest im vereisten Fluss über dem Winter. Und dein selbstgemalter Wunsch auf deinen Bildern verläuft in Tränen, so wie die Tusche auf deinen Wimpern. Ja, das Problem ist auch mit der Hook, dass die halt nicht so hervorgehoben wird. Oder halt so klingt, als wäre sie halt keine Hook, ist halt, weil auch die Stimmlage auch die ganze Zeit so konstant auch irgendwie gleich bleibt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Stimme sich da jetzt irgendwie ein bisschen abhebt und dann auf einmal, ne, bei so einem Beat, der die ganze Zeit gleich klingt, wäre es natürlich besser, wenn man da vielleicht die Stimme da ein bisschen geändert hätte, damit die Leute dann erkennen, okay, oh, das ist jetzt die Hook, okay, weiß ich Bescheid. So, wenn man das einfach so hört,
hört man jetzt nicht sofort die Hook dabei raus, ne? Dann jetzt hört man es natürlich, weil wenn man davor schon die Hook jetzt gehört hat, dann hat man hier erstmal noch nicht gewusst, dass es die Hook ist. Beim zweiten Mal, ja klar, oh, wiederholt sich was, dann war es wahrscheinlich die Hook. Ja, ist halt schade, ne? Da hätte man auf jeden Fall sehr viel rausholen können. Hätte man noch ein bisschen mehr Zeit investiert in den ganzen Track. Deine Liebe ist die Sucht zu deinem Hintern. Du betest im vereisten Fluss über dem Winter. Und ein selbstgemalter Wunsch auf deinen Bildern verläuft in Tränen, so wie die Tusche auf deinen Wimpern. Ja, zum Video habe ich noch gar nichts gesagt. Also das Video ist schön düster gehalten. Ich finde es eigentlich trotzdem ganz nice, so dass er da irgendwie gefesselt hinten sitzt oder hinten, ja doch, hinten sitzt und dann gefahren wird. Ja, so wie als so eine Geisel halt, ne? Das kommt schon sehr nice auf jeden Fall. Das ist eine coole Idee, ne? Das ist eine coole Idee auch jetzt am Abend auch, ne? Das spiegelt auch die Atmosphäre des Songs auf jeden Fall hier. Aber wenigstens hat man noch darauf geachtet, dass er noch die Schuhe nochmal abklatscht, ne, damit der ganze Schnee nicht ins Auto kommt. Natürlich erstmal denjenigen entführen, fesseln und dann aber darauf achten, dass halt natürlich das Auto sauber bleibt, ne? Ganz wichtig. Ja, es hört sich wie gesagt wie eine Demo an. Finde ich halt schade, dass es noch nicht so ausproduziert ist. Aber hier der Xaver, der kriegt auf jeden Fall nochmal hier einmal ein Abo, einmal ein Like. Könnt ihr natürlich mir gleich tun. Und ja, dann würde ich sagen, macht euch euer eigenes Bild davon. Checkt das aus. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, ich habe so meine Kritik jetzt rausgelassen. Ja.